16 zu 8 Intervallfasten, eine Fastenmethode, die vielen geholfen hat, super abzunehmen. Sehr viele sagen, dass sie sehr einfach und sehr gut durchzuführen ist. In diesem Video besprechen wir 15 wichtigste Fragen, wenn es um diese Methode geht. Zu 8 Intervallfasten ist eigentlich eine Fastenmethode. Wie der Name schon sagt, es geht darum, dass man in bestimmten Intervallen eine Zeit fasten muss und eine Zeit essen darf. 16 zu 8, 16 plus 8 sind 24, es geht also um 24 Stunden, das ist ein ganzer Tag, wo man 16 Stunden eigentlich fasten muss, also nichts essen darf, und 8 Stunden essen darf. Es gibt aber auch andere Fastensformen, die ähnlich sind, nur andere Zeitintervalle vielleicht definieren. Zum Beispiel eine wäre 15 zu 9. 15 Stunden nichts essen, also fasten, 9 Stunden essen. Es gibt aber auch eine, die 14 zu 10 ist, also 14 Stunden nichts essen, 10 Stunden essen. Und es gibt eine aber auch, die mehr als nur 24 Stunden im Blick hat, und das ist zum Beispiel eine 5 zu 2, wo man 5 Tage lang essen darf, was auch immer man möchte, und 2 Tage lang, komplette 2 Tage, also 48 Stunden, fasten muss. Es ist auch eine Intervallfastenmethode. Die Anzahl der Mahlzeiten, die man eigentlich während der Essenszeit, also 8 Stunden Zeitfenster, zu sich nehmen darf und soll, ist nicht begrenzt und auch nicht bestimmt. Also du kannst so viele Mahlzeiten nehmen, zu dir nehmen, wie viel du auch möchtest. Viele nehmen 3 Mahlzeiten und finden das am besten, aber auch genauso viele nehmen auch nur 2 Mahlzeiten zu sich. Du darfst selber auswählen oder bestimmen, wie viel für dich am besten sind. Was du innerhalb diesen 8 Stunden Zeitfenster oder Essensfenster, Zeitfenster isst, ist eigentlich dir überlassen. Es ist natürlich aber sehr wichtig, dass du dich ausgewogen und gesund ernährst. Also Gemüse, Obst, Milchprodukte, eiweißhaltige Produkte und so weiter. Alles, was dazu gehört, sich gesund zu ernähren. Wichtig ist aber auch natürlich auf die Menge zu achten, weil am Ende kommt es natürlich auch auf ein Kaloriendefizit, weil wenn du kein Kaloriendefizit hast, kann dir auch keine Fastenmethode helfen, tatsächlich abzunehmen. Das heißt, sich vielseitig ernähren, sich gesund ernähren, aber auch auf die Menge achten. Es gibt keine Regel, die besagt, ab welcher Uhrzeit am Tag bis welche Uhrzeit an dem Tag man diese 8 Stunden legen muss. Die viele schwören darauf, dass es für die am besten ist, zwischen 11 und 19 Uhr zu essen und die Mahlzeiten dazwischen zu verteilen. Wie du es machst, das ist natürlich dir überlassen. Du kannst es machen, so wie du es am liebsten hast. Wichtig ist aber auch, dass du nicht jeden Tag unbedingt in der gleichen Zeit dein Zeitfenster legen musst. Also einen Tag kannst du von 11 zum Beispiel bis 19 Uhr anfangen, nächsten Tag könntest du von 8 und dann plus 8 Stunden, also bis 16 Uhr machen. Ist auch dir überlassen. Empfohlen ist es aber, dass es jeden Tag gleich ist, weil das wird leichter dann, weil der Körper gewöhnt sich an einen Rhythmus und so kann man leichter die Fastenszeiten aushalten. Je nachdem, wie viele Mahlzeiten man innerhalb diesen 8 Stunden nehmen möchte, so verteilt man sie natürlich auch. Also angenommen, man macht es von 11 bis 19 Uhr, dann wäre es natürlich sinnvoll, die erste Mahlzeit gegen 11 zu machen, dann ungefähr 3-4 Stunden später, also sagen wir um 2 Uhr oder sogar um 3, die zweite Mahlzeit und die letzte Mahlzeit zum Beispiel 18.30 Uhr. Wenn man 2 Mahlzeiten machen würde, dann hätte man natürlich einen größeren Abstand dazwischen und man würde vielleicht auch länger fasten müssen. Also du kannst es gerne so verteilen, wie es für dich am besten ist.
Er spricht absolut nichts dagegen, eine Mahlzeit zum Beispiel durch einen Shake auszutauschen oder einen Shake zusätzlich zu allen Mahlzeiten dazuzunehmen. Solange du darauf achtest, dass du dich gesund ernährst und dass deine Kalorienmengen eigentlich in Ordnung bleiben, also dein Kaloriendefizit erhalten bleibt, sind Shakes überhaupt gar kein Problem. Es ist sogar empfohlen, einige Shakes, eiweißhaltige Shakes, Proteinshakes dazu zu nehmen, wenn man viel Sport macht, um dadurch zum Beispiel Muskelschwund zu verhindern. Während der Fastenzeit sollte man natürlich nicht essen. Es ist schließlich Fastenzeit und wir fasten. Trinken darf man beliebig viel Wasser, ungesüßten Tee, ungesüßten Kaffee und ohne Milch natürlich, aber auch. Vermeiden sollte man Cola Light, Cola Zero und ähnliche Getränke. Und absolut verboten sind gesüßte Getränke wie Cola und Sprite und Fanta und Säfte und so weiter. Sport darf man natürlich machen, man kann es auch mehrfach am Tag machen, wenn man möchte, oder man muss es überhaupt nicht machen. Das ist auch dir überlassen. Mit dem Sport kannst du natürlich dein Kaloriendefizit leichter erreichen und auch leichter halten. Es wird empfohlen, wenn man Sport macht, wird es empfohlen, dass man es kurz vor dem Ende der Fastenszeit macht. Das sollte am besten sein und damit kann man am besten laut vielen Erfahrungen abnehmen. Was Schlafen betrifft, ist es eigentlich egal, wann und wie viel du schläfst. Ich würde nicht unbedingt meine Schlafzeit verkürzen oder verlängern wollen. Das würde ich einfach geschehen lassen. Gerade wenn man fastet, ist es wichtig, auf die Signale des Körpers zu hören und entsprechend ja, die Zeit sich zu nehmen, um auszuruhen. Wie lange du diese Fastenmethode anwendest, wie viele Tage am Stück sozusagen, ist dir überlassen. Es ist empfohlen natürlich auf die Signale des Körpers zu hören. Wenn du merkst, dass du dich nicht mehr gut fühlst oder wenn du merkst, dass es dir Probleme sogar, irgendwelche gesundheitliche Probleme oder ähnliches bereitet, dann höre lieber damit auf. Eigentlich ist es aber unbedenklich und eigentlich kannst du es beliebig lange machen. Hier kommen ein paar Tipps, die dir helfen, die Fastenzeit leichter durchzustehen. Fernsehen und YouTube, vermeide diese Sachen, weil die Bilder vom Essen und von Restaurants und von Ähnlichem könnten deine Lust steigern und damit deine Fastenzeit erschweren. Finde einen Mitstreiter. Wenn man es mit jemandem zusammen macht, ist es wesentlich einfacher. Du kannst zum Beispiel meine Facebook-Gruppe Abnehmen egal wie dafür nutzen, um weitere Personen zu finden, die es gerne mit dir machen würden. Dann Meditation. Meditation ist etwas, was unheimlich hilfreich ist in solchen Situationen. Und der letzte ganz wichtige Punkt oder ganz wichtige Tipp ist die Beschäftigung. Sobald du in eine Krise kommst und deine Fastenzeit abbrechen möchtest, finde etwas, was deine Gedanken beschäftigt und schon schaffst du die Fastenzeit leichter zu durchstehen. Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass jede Diät und jede Ernährungsumstellung bzw. jede Art abzunehmen zurückzuführen ist auf ein Kaloriendefizit. Also wenn du erfolgreich sein möchtest und erfolgreich abnehmen möchtest, nur ein Kaloriendefizit kann dich dorthin bringen. Genauso ist es bei dieser Art des Fastens. 16 zu 8 wird dir nicht helfen, wenn du entsprechend in dieser Zeit, wo du essen darfst, unglaubliche Mengen an Kalorien zu dir nimmst und ganz wenig verbrauchst. Dann hast du ein Kaloriensuffizit und du nimmst sogar zu. Also ganz wichtig ist es, deine Kalorienmengen, die du zu dir nimmst, entsprechend zu verbrauchen, zum Beispiel durch Sport oder durch etwas anderes, Bewegung und dadurch ein Kaloriendefizit zu erzeugen. Jetzt könnte man sagen, wozu brauche ich dann entsprechend 16 zu 8? Der Punkt ist eigentlich folgender: Viele Menschen oder manche Menschen brauchen bestimmte Art der Ernährung, des Tagesablaufes und so weiter, um leichter ein Kaloriendefizit zu erreichen.
Also es geht nicht darum, dass diese Methode, die wie eine Magie entsprechend hilft, etwas zu tun, also abzunehmen, sondern sie hilft dir eigentlich nur, dein Kaloriendefizit zu erreichen und dadurch abzunehmen. Die Methode passt nicht vielleicht für alle und du musst vielleicht deine eigene finden, aber vielen ist diese Methode sehr hilfreich. Versuch es einfach. Die Antwort auf die Frage, wie viel man abnehmen kann, ist eigentlich direkt verbunden mit dem Kaloriendefizit. Also, je größer dein Kaloriendefizit bei 16:8 Intervallfasten, umso mehr wirst du abnehmen. Natürlich macht keinen Sinn, ein riesiges Kaloriendefizit erzeugen zu wollen. Ein moderates Kaloriendefizit führt ebenfalls zum Ziel, aber etwas langsamer, dafür aber wesentlich gesünder. Also ich würde empfehlen, es locker und langsam anzugehen und dann entsprechend durch kleinere Erfolge sozusagen motiviert zu bleiben und einfach weiterzumachen. Ein paar Kilo sind bei 16:8 auf jeden Fall in kurzer Zeit möglich. Erstmal muss man dazu sagen, dass Fasten an sich eigentlich ziemlich ungefährlich ist und als eigentlich als ziemlich gesund angesehen wird. Sollte man aber irgendwelche Bedenken haben, sollte man aber irgendwelche körperliche Beschwerden haben, irgendwelche Vorerkrankungen oder in diesem Moment, wo man es machen möchte, krank sein, sollte man auf jeden Fall einen Arzt konsultieren und den fragen nach einer Fachmeinung, ob man es machen soll oder nicht machen soll. Hast du schon mal 16:8 gemacht? Welche Erfahrungen hast du gemacht? War es für dich leicht oder war es für dich schwer? Wie viel hast du gegessen oder wie hast du auf die Menge geachtet? Alle diese Sachen würden mich echt gerne interessieren und ich denke, alle meine Zuschauer ebenfalls. Also schreibe sie einfach hier als Kommentar in diesem Video und lass uns ein bisschen drüber reden. Also ich denke, deine Erfahrung ist sehr interessant für uns alle. Ansonsten viel Spaß, viel Erfolg beim 16:8 Intervallfasten und wir sehen uns nächste Woche, wenn es heißt Abnehmtag.